Die erste Frage lautet: Ashs erstes Pokémon? Das ist gar kein Problem. Pikachu? Nehme ich mal an. Hoffe ich doch. Nicht, dass ich mich hier blamiere. Die Elf, die Verlobte von Ciel Phantomhive. Ja, das ist Elizabeth. E. Hallo? Hallo, weiter? Darf ich weiterschreiben? Ja, gut, dann ist Pikachu auf jeden Fall richtig. Das freut mich schon mal. Die 15, wie heißt das Schwert von Rin Okumura? Shit, das hat einen Namen? Ich weiß es nicht. Verdammt, Alter, ich hab doch mal Yuki Okumura gecosplayt. Kein Plan. Welcher Lehrer plant, die Erde zu zerstören? Wahrscheinlich hier steht Pant, die Erde zu zerstören. Das ist Koro Sensei. So. Und zack. Muss ich hier weiterschreiben? Bedeutet das, Moment mal, muss ich hier auch den Nachnamen von Elizabeth schreiben? Den kenne ich nicht. Wenn das jetzt ein Bindestrich sein soll, weil ich wüsste jetzt nicht, was sonst hier aufgefüllt werden sollte. Hier steht ja nichts weiter. Na jedenfalls, der Lehrer, der die Erde zerstören will, Koro Sensei, ist dieser gelbe Oktopus Tentakel Sensei, der den Mond zerstört hat und sich gesagt hat, so in einem Jahr zerstöre ich jetzt auch die Erde, aber vorher möchte ich als Lehrer die schlechteste Klasse aus der Elite-Schule unterrichten. Ja. Was sagt die 17? Wie heißt der Bruder von Inuyasha? Das ist ganz einfach. Sesshomaru. Nee, wie wird er geschrieben? S? E. Ich glaube E. Ich glaube mit zwei S. Ja, das würde passen. Sesshomaru. Sehr gut. Inuyasha kenne ich doch. So, die 24, was haben wir hier? Was macht Ichigo zu einem Shinigami? Oder wer macht Ichigo zu einem Shinigami? Gut, Bleach habe ich nicht gesehen, kein Plan. Wem schenkte Tai seine Schutzbrille? Tai ist aus Digimon, oder? Ich habe Digimon nicht gesehen, ich kenne nur Leb deinen Traum, der ne wird wahr. Sankyo no. Ach, das ist der japanische Titel von Terror in Tokio. Diese Serie habe ich auf DVD zu Hause. Hat nur 11 Episoden auf 2 Volumes verteilt. Sehr schöne, kurze Serie. Also, der Titel Terror. Sankyo no Terror. 44. Was bedeutet das Symbol auf Garas Stirn? Das weiß ich, glaube ich, noch, weil ich habe diese Naruto-Infobände mal gekauft. Diese Naruto-Schriften des Shio, Hio, Tora, keine Ahnung. Ich glaube, das würde auch passen hier mit Terror und Liebe. Also, Gaara aus der Wüste, kenne. Wie heißt der Shinigami, dem Misa folgt? Rem. Wenn ich das nicht wüsste, dann müsste ich unbedingt... Was ist denn hier los? Dann müsste ich natürlich auch mein Profilbild ändern, weil wenn ich schon ein Death Note-Profilbild mit Ryuk habe, dann muss ich mich auch mit Death Note auskennen. So, wie heißt der Hamster von Maria? Kein Plan. So, Thais Schutzbrille habe ich auch keinen Plan. Was haben wir hier, die 35? Wie heißt der Schutzgeist von Jo? Das Witzige ist, die ganzen Namen sagen mir schon was. Das Jo müsste ein Charakter sein aus Shaman King. Aber ich hab das halt auch nicht geguckt, weißt du? Was haben wir hier, 45? Der Tag, an dem das Apokalypse-Virus ausbrach, wird wie genannt? Dann ist das wahrscheinlich auch wieder mit dem Bindestrich. Keine Ahnung. Ryuk isst gerne... was könnte Ryuk denn gerne essen? Ist es A, Kinder-Schokobons? Ist es B, Mikado? Oder sind es C, Äpfel? Ja, natürlich sind es die guten Äpfel. Warte mal, wird mit AE geschrieben? Könnte sein, dass mit AE... Weil sonst würde es ja gar nicht passen. Und Äpfel sind es auf alle Fälle. Also, dass man statt AE schreibt, das ist ja eigentlich bei Kreuzworträtseln dann Usus, glaube ich, ne? AEPFEL, Äpfel.
Gut. 31. Mit wem geht euer kein Plan, wer aus ist? Wie heißt das Schwert von Rin Okumura? Ich weiß nicht, hat das einen Namen? Also ich weiß, Xanagi ist das Schwert von Orochimaru, aber wie heißt denn das Schwert von Rin Okumura? Tessaiga ist das Schwert von Inuyasha, aber wie heißt das Schwert von Rin Okumura? Hatte das einen Namen? Das verendet irgendwie mit A, ich weiß es nicht. In welcher Klasse geht Yuki Cross? Keine Ahnung. In was verwandelt sich Genma Saotome? Wer ist Genma Saotome? Nanatsu no Taisai. Wird es mit Z oder mit S geschrieben, aber es ist ja eigentlich wurscht. Es geht ja darum, eigentlich hier das Lösungswort zu finden, ne? Also im Prinzip müsste ich direkt die 40 oder die 3 ermitteln. Wie heißt die Elfe von Hanna? Kenne ich nicht. Eren ist Mitglied welcher Einheit? Der Survey Corps. Der Aufklärungstruppe. Vielleicht ist es das deutsche Wort. Moment mal, Aufklärungstruppe ist ja auch wieder mit AE, sonst würde es mit den Äpfeln nicht passen, ne? Ja, Leute, das passt. Aufklärungstruppe. Nee, da steht Aufklärungstruppe. Hä, aber Moment mal. Der ist doch zu den Survey Corps gegangen. Aber so passt das doch nicht rein. Oder, warte mal. Aufklärungstrupp. Der Aufklärungstrupp. Also das sind ja die drei Einheiten, ne? Bauergarnison, Aufklärungstrupp und Militärpolizei bei Attack on Titan. Wenn man mit AE statt Ä schreibt, dann müsste es das sein. 13. Wie heißt Sonokos Schwester? Ja, ich weiß. Sonoko Suzuki, oder? Aus Detective Conan. Die hat eine Schwester. Das war die Episode mit Die Mumie im Wald. Ein Klassiker, was Detective Conan angeht. Da geht es darum, dass Sonoko zusammen mit Ran und Conan halt ins Ferienhaus in der Hütte in den Wald gegangen ist, die der Schwester von Sonoko gehört und naja, da ist halt diese Mumie aufgetaucht. War eine richtig krasse Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie sie heißt, weiß ich nicht mehr. Wer ist der Partner von Jin? Gut, das ist Wodka. Das sollte man wissen. Gegner in der ersten Digimon-Staffel. Ich habe Digimon nicht gesehen, kein Plan. 14. Ich kann weder die 31 beantworten, noch die 14. Das ist schlecht, weil ich brauche hier die... Haben wir noch die 35. Hier, Schutzgeist von Jo habe ich doch auch keinen Plan. Wenn das Virus ausbricht, Kay trägt die Waffe. 25... Wie wird Toka vom CCG genannt? Wer ist Toka vom CCG? Ich habe keinen Plan. Atake, ja, das ist Kakashi. Ja, was haben wir hier noch? Lucky Luke. Nee, Lucky Star. Wahrscheinlich, das ergibt mehr Sinn. Lucky Luke. Wie heißt... Das Waisenhaus, auf dem L aufwuchs. Oh, stimmt, das hatte einen Namen. Verdammt, hatte ich nicht gemeint, ich müsste mich in der Detective Conan. Quatsch, hier in Death Note auskennen? Ich weiß es nicht. Das Waisenhaus hieß. 33. Angel Beats. Oh, ja. Sehr schöne Serie. Ist ein Original-Anime. Das heißt, es basiert nicht auf einer Novel, einem Manga oder einem Videospiel, sondern ist eine Geschichte, die direkt kreiert worden ist, um als Anime umgesetzt zu werden. Hat, ich glaube, 24 Folgen. Ist ein Schulsetting. Ja, ist ein bisschen auf Comedy gemacht. Spielte in der Geschichte die Schüler, die bereits aus dem Leben getreten sind. Aus unterschiedlichen Gründen. Sich aber nicht damit abfinden, dass sie bereits gestorben sind. Die leben so eine Art Zwischenwelt in einem Schulsetting.
erleben da sehr humoristische Abenteuer und gegen Ende wird die Geschichte dann doch, entscheidet sich die Geschichte dann doch seriös zu werden. Und nach akzeptieren die Leute, die dort in dieser Welt leben, dass sie dann doch verstorben sind, sodass der Character Cast innerhalb während der Geschichte immer kleiner wird. So, das ist so im Groben und Ganzen Angel Beats, eine wunderschöne Geschichte ist auf Netflix. Kann man sich geben. Wie heißt der Hund von dem Almöhi? Oh, Heidi schon wieder. Ich weiß es nicht mehr. Wer zeichnet sich sein eigenes Digimon? Ich habe keinen Plan, wer sich sein eigenes Digimon zeichnet. Stutz ist ein Vampir. Ja, das ist der Vampir aus der Serie Bloodlad. Oren High School Host Club. Oder? Ah, ey. High School passt da nicht rein. Ich weiß es nicht. 2. In welcher Stadt liegt die Gilde in Fairy Tail? Ich habe keinen Plan. Lucy ist ein... Meint ihr jetzt Lucy aus Elfenlied? Also ich denke mal, dass die Lucy aus Elfenlied meinen, aber ich weiß nicht. Sie hat Vektoren, mehrere Meter lang, unsichtbar. Aber wie sie jetzt heißt, kein Plan. Oder was für eine Art Spezies sie ist, weiß ich nicht. Wie heißt die kleine Ziege bei Heidi? Ach Gott, ich muss Heidi gucken. Na immerhin, das ist einfach One Punch Man. Wer ist die Reinkarnation von Kikyo? Das ist Kagome. Na gut, also ich glaube, das sind alle Sachen, die ich beantworten kann. Immer noch die 19. Wie heißt der Hund des Almöli? Der Pharao mit richtigem Namen, das müsste ich alles nachgoogeln, da habe ich keinen Plan. Der Schutzgeist von Yo, da müsste ich... Shinigami, wer macht Ichigo zum Shinigami? Wem schenkt Tai seine Brille? Den Nachnamen von Elizabeth? Der Hamster von Maria? Wem geht Oz im Vertrag ein? Was ist C18? Der Gegner der Digimon-Staffel? Schwierig, okay. Das heißt, alleine würde ich sagen, haben wir C-H-E, E-I-N, H-T-E. Ich habe keinen Plan. So, dann würde ich jetzt hier einen Cut reinmachen und guck einfach mal, ich würde einfach mal den Rest googeln und einfach mal schauen, ja, was die restlichen Antworten sind, um das Lösungswort zu ermitteln. So Leute, ich melde mich wieder zurück. Ich habe das Lösungswort herausgefunden. Ich habe nicht alle Fragen beantwortet, es hat schon ausgereicht, die ich jetzt noch zusätzlich mit DuckDuckGo recherchiert habe. Fröhliche Weihnachten ist das Lösungswort. Ihr seht ja hier, ein paar Sachen sind noch frei. Ja, das mich ärgert, ich habe das Wort Diklonius vergessen. Ich meine, Elfenlied, die Frage 34 war, Lucy ist ein, Lucy aus Elfenlied ist ein Diklonius. Habe ich völlig vergessen. Heidi muss ich auf jeden Fall nachgoogeln hier, wie die kleine Ziege bei Heidi heißt, Glöckchen heißt sie, da hat mich tatsächlich gutefrage.net mir die Antwort gegeben. Ansonsten noch die ganzen Wiki-Fandom-Seiten, hier beispielsweise die Frage, wie heißt der Schutzgeist von Yo? Amidamaru anscheinend und ja, das Schwert von Rin Okumura heißt Kurikara, vollkommen vergessen, ey. Ja, und dann noch der Nachname von Elizabeth, Nitford. Ich kannte nur den Vornamen. Ja, und das hat aber auf jeden Fall gereicht für das Lösungswort. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte hier. Ja, das war das Anime-Kreuzworträtsel.